Ich habe es in der Zeitung gelesen, dass alle Dampfmaschinen, Loks und diverse Ausstellungen in diese Richtung dargeboten werden. Also Schall und Rauch hier in der WIK interessiert Sie auch? Kommen Sie aus diesem Bereich? Nein, eigentlich nicht. Mich interessiert eigentlich noch eine andere Sache. Ich habe selber eine Dampflok dabei und wollte mal hören, ob ein Fachmann da ist, der das beurteilen kann. Wunderbar. Nein? Auf geht's. Vielen Dank. Danke. Ich gehöre auch dazu. Ich komme regelmäßig jedes Jahr her, Ja. um zu sehen, ob es was Neues gibt. Also was Altes, Neues. Das ist richtig Die gesagt. Weiterentwicklung, ja. Ja. So wie dieser Landsbuldock oder so, ne? Ja, das ist die Zeit nach dem Krieg, wo versierte Bastler, meistens waren das ja Leute vom Fach, aus der Not heraus angefangen haben, selber zu bauen. Und das mit teilweise Mitteln, wo wir heute sagen, wie war das möglich? So ungefähr am Küchentisch, ne? Wir werden versuchen, Ihnen heute einmal interessante Erlebnisse mit alter Technik zu bieten. Wir wollen hier auf diesem Gelände, in diesen beiden Gebäuden, keine Technik ausstellen, sondern wir wollen Ihnen ein Erlebnis mit historischen Maschinen bieten. Alles, Maschinen, Dampfmaschinen und Diesel und so weiter. Ja, sind Dampf und Diesel hier so mal. In der Stammfabrik, Ja. Ah, ja. hier später hier in Kiel nicht mehr. Nicht. Ja, Boden und Keller war ja da. Ja. Aber diese Art Maschinen kennst du ja auch noch. Nein. Die kenne ich noch hier. Ja. Ja. Aber wir haben Teile hier, haben Teilschlosserei für diese. Und Motoren komplett. Mit Prüffeld sogar und alles. Im Magdeburger Raum ist ja das. Ja, Magdeburg, das ist auch schon lange her. Inzwischen. War ich in der Seefahrt nachher. Ja. Können Sie sich daran freuen, das nochmal wieder zu sehen? Bitte? Ja, deswegen kam ich da hier, dann wollte ich ja, ja. wieder ansehen. Okay. Super. Und sehr viel sagt er, haben Sie in die Türkei geliefert früher an diese Maschinen? Zuckerfabriken. Und die Zuckerfabriken. Vor allem in Kessel und so, ja. Ja. Die meisten Lokomobile gingen nach Russland, die hatten in die Holzindustrie. Ja. Ja. Damit wurden also irgendwelche Sägemaschinen angetrieben? Ja, ja, das weiß ich noch nicht. Der Dampfmaschine nachtrauern. Romantisch für die Betreiber war es nicht. Nur diejenigen, die das noch kennen, die kommen natürlich in Schwärmen, weil sie sagen, das war ein Ereignis auf dem Bauernhof. Ja, gut, dann fangen wir an. So, und das ist jetzt der letzte Akt vorher. Oder da? Schneller.
kein Kraft. Ist alles, was für die Speisung des Kessels notwendig ist, befindet sich auf dieser Seite der Maschine. Wir haben hier zwei Fässer mit Vorrat, also mit Speisewasser, und haben zwei Möglichkeiten, Wasser in den Kessel hineinzubekommen. Aufgrund der Bauvorschriften ist es so, dass solche Maschinen wie diese zwei, wie man sagt, voneinander unabhängige Speisemöglichkeiten haben müssen. Die eine, die sehen Sie hier, das ist die Kolbenpumpe, das ist der Dampfstrahlinjektor. Mit dem kann man mit Hilfe des eigenen Kesseldruckes, also mit dem eigenen Dampf, Wasser aus dem Behälter ansaugen und mittels des Dampfes über die Speisegruppe in den Kessel hineindrücken. Das funktioniert eben auch im Stillstand. Der Injektor hat den Vorteil, dass er das Speisewasser, wenn es in den Kessel hineingeht, auch sehr gut vorwärmt, weil der Treibdampf, der benutzt wird, zu 100% in dem ja doch recht kühlen Wasser kondensiert und somit seine ganze Wärme schon an das Speisewasser abgibt. Jetzt bitte ich Sie mal, die Ohren zuzuhalten, denn es könnte sein, dass es einigen zu laut wird. So, jetzt nehmen Sie die Finger wieder. Ja, das sind Dampfmaschinen. Für mich sind ja diese Zylinder in der waagerechten Bewegung, nicht? Und dieses Teil hat mich dann mehr so an die Dampfmaschine, an die Funktionsweise, an Dampflokomotive erinnert jetzt hier. Ein Lehrmodell. Ein Lehrmodell ist dies hier. Ja, wie das nun funktioniert, kann ich jetzt nun auch nicht sagen. Ich kann es nur so ungefähr erkennen, dass es verschiedene Kräfte hier, ein Dampfstrahl praktisch würde dann hier im normalen Zustand verschiedene Kolben hin und her auf und nieder bewegen oder eben bei der Dampfmaschine nach vorwärts und rückwärts bewegen. Jetzt, dadurch, dass man jetzt hier selber ein bisschen was sehen kann, kann man sich vielleicht was denken. Aber wenn man eben die Sachen nicht von der Pike auf gelernt hat, dann würden natürlich Schautafeln oder Bewegungsabläufe, Funktionsabläufe besser mehr verständlich sein. Ja. Ist das Museum so eine Bereicherung für die Kieler? Ja, Museenszene oder Kulturszene, was meinst du? Ja, eigentlich schon, würde ich sagen. Wo kann man sonst Dampfmaschinen so ausgestellt sehen wie hier, ne? Stationäre Dampfmaschinen, ebenso wie die da zur linken Hand hier sind, ne? Und auch dieses Demonstrationsmodell hier, das ist eigentlich gut gemacht. Also das ist, ne? Ja. Was meint ihr, sollte sowas unterstützt werden? Das ist ja bisher eine reine private Sammlung. Ja, es ist schon bedauerlich, dass das nicht mal eher bekannt gegeben wurde. Ich habe das auch durch Zufall von diesem Tag auf eine Tür erfahren, durch eine kleine Zahlungsnotiz. Und also für Kiel selber, außerhalb der Kieler Woche, wäre es auch eine Bereicherung. Die meisten Touristen kennen eben Kiel, verbinden Kiel leider eben mit der Kieler Woche. Und dann, ja, so wie ich, wenn man kein Segler ist, sind dann so diese Randerscheinungen wie Wetttrinken und Wettessen nicht so gerade. Nicht, von meinem Geschmack jedenfalls nicht. Und solche Sachen, gerade wenn man sich für Lokomotiven oder für Dampfmaschinen interessiert, ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Aber es müsste schon meines Erachtens besser publik gemacht werden. Ne? Wir machen uns mal auf und gucken uns mal die Technik an von gestern. Ne? Da ich beruflich etwas vorbelastet bin in der Richtung Maschinenbau von Bodo und Motorenschlosser und Landtechnik, und so hat man von allen Sachen so ein bisschen Ahnung auch. Auf der Werft habe ich früher auch mal gearbeitet, bei Firma Siemens sogar. Ne? Aber als Schlosser, bloß, das war lange her. Aber ich finde das sehr aufschlussreich mit allen Sachen, was gezeigt werden hier. Auch über Dampftechnik und sowas, über den Stellnickmotor, ich habe nie gewusst was von. Wieder was Neues erworben. Immer noch Bildungslücken. Ne? Ist das Museum ja gerade neu entstanden. Zwischen wenig Schilder noch dran. Verstehen Sie so alles, was da ja, los ist? Naja, nun bin ich ein bisschen Fachmann auch. Ne? Das leichter zu verstehen, für einen Laien vielleicht, ist ein bisschen schwieriger, ne? Würde ich sagen. So, ne? Ist das eine Bereicherung für Kiels Museums- oder Kulturszene? Würde ich ja sagen, auch für die Jugend vor allen Dingen auch, die mal einen technischen Beruf ergreifen wollen, so kleine Einblicke kriegen in die Mechanik, ist egal, was, ob es so eine Bohrmaschine hier ist oder sowas, oder eine Drehbank, ist alles zu sehen, ne? Ja, natürlich auch, ne? Also, die Technik
hier zu sehen, viele Motoren, ältere Motoren. Draußen stehen noch welche. Ist sehr interessant. Wer was von Technik versteht, ne? Und Motoren. Ne? Sind Sie aus diesem Bereich? Nein. Nee. Weshalb sind Sie? Ich war früher Landwirtschaft und da war ich Postbote. Ja. Aber ich hat ja auch Technik. Ja, mit Traktoren, ne? Haben wir zu sind tun. Sie wegen des Ganzen hergekommen oder allgemein? Allgemein interessiere ich mich für Technik. Mit Kollegen? Ja, auch mein Sohn ist das. Ne? Ja, ja. Aber der ist Kfz-Schlosser. Ne? Also dem interessiert das ordentlich. Der ist Kfz-Mechaniker. Ja, den muss ich auch mal sprechen. Ja. Den würde ich auch mal sprechen. Ja, komm, wir machen. Herr Kfz-Mechaniker, erzähl mal, verstehst du das alles hier? Ja, sicherlich. Ja, das verstehe ich. Das ist doch ein bisschen was anderes als ein normales Auto. Ja, sicherlich. Das ist Technik aus der alten Zeit halt. Habe ich persönlich zwar auch nicht mehr so gelernt, aber noch einiges mitbekommen und mich fasziniert es trotzdem. Ich habe für so alte Sachen generell was über. Ja. Das ist ein Auto heute, funktioniert auch ein bisschen anders, ne? Naja, grundsätzlich der Motor als Viertaktmotor funktioniert noch wie eh und je, aber da ist so viel Komfort-Elektronik rundherum, dass man das Auto gar nicht mehr so technisch sieht wie früher. Das ist mehr ein Elektronikteil als alles andere. Und was ich faszinierend fand, war zum Beispiel die Dampfmaschine draußen, dass die nahezu geräuschlos läuft, was man so ja gar nicht kennt. Aber meistens eine Dampfmaschine oder wenn man aus dem Fernsehen eine Dampflok hört, die zischt und pfeift und dieses Gerät macht überhaupt kein Geräusch. Kaum wahrnehmbar. Das ist schon faszinierend. Das habe ich schon gelernt. Ja. Motor vorführen, er ist 86 Jahre alt. Und bevor Sie zu rechnen beginnen, er ist 1916 in Köln gebaut worden, nämlich in der ältesten Motorenfabrik der Welt oder man könnte auch sagen in der ersten Motorenfabrik der Welt, nämlich in der Gasmotorenfabrik Deutz. Und Gasmotoren sagte man zu Recht, denn in der Anfangszeit wurden diese Motoren nicht etwa, wie wir das heute tun, mit Benzin betrieben, sondern mit Leuchtgas. Es gab noch gar kein Benzin, als Otto 1876, Ole, guckst du mal, ob die Klappen dicht sind bei der Luft. So, dann haben wir das auch. Wir sprechen immer vom U-Bootsdiesel und hier ist eine Zeichnung von dem Ende der 80er und von diesem Motor erfahren, nämlich dass der Motor stillgesetzt und verschrottet werden soll. Dann haben wir uns den Motor angeguckt und da wussten wir, warum die Schrotthändler kein Interesse an diesem Motor zeigten. Der war nämlich 8 Meter im Bunker eingebaut, in einem Luftschutzbunker. Und da mussten wir ihn ausführen. Das heißt, total zerlegen, durch einen Lichtschacht mit einem Autokran alle Teile nach oben und dann ist dieser Motor in jahrelanger Arbeit von uns wieder zusammengebaut worden. Wir haben teilweise daraus auch ein Projekt schon aus finanziellen Gründen mit HDW gemacht als Ausbildungspartner. Ich bin von Haus aus ein Hochschullehrer und da hat man da auch ganz gute Verbindungen. Und so ist dann in einigen Jahren diese ganze Anlage hinter Ihnen entstanden. Erstmal drücken, das hat den Grund, dass wenn der Motor seine ersten Bewegungen macht, wirklich schon alle Lagerstellen mit Öl versorgt sind und nicht erst nachdem er anfängt zu laufen. Und das können Sie hier am Manometer sehen, wenn so langsam der Öldruck ansteigt. Schritt, bevor wir ihn anlassen, das geschieht ja mit Druckluft und nicht elektrisch. Wir werden jetzt den Motor mit geöffneten in die Carbonventilen und ohne Kraftstoffeinspritzung, das heißt alle 6 Einspritzpumpen sind über dieses Handrad ausgeschaltet oder auf Nullförderung gestellt.
einmal kurz mit Druckluft andrehen lassen. Dann wird es hier nicht zischen. Das ist auch eine Sicherheitsmaßnahme, nur um zu sehen, ob eventuell in einem der Zylinder Wasser oder Kraftstoff sich befindet. Aus der Maschine! Sehr gut. Die Ausstellung ist in Ordnung und ich bewundere die Menschen, die so etwas zu Wege bringen und zustande bringen. Aus welchem Bereich sind Sie hierher gekommen? Ich bin an und für die Kfz-Mechaniker. Ich war das früher mal, nicht? Und daher interessiert mich die ganze Angelegenheit, nicht? Das ist klar. Und das sind ja zum Teil alles alte Maschinen, die wir früher gebraucht haben, um irgendetwas zustande zu bringen, nicht? Und deshalb finde ich das toll, dass man das aufbewahrt und nicht gleich in den Schrott wirft, sondern wieder zum Leben erweckt. Das ist so. Ja, wie so alte Autos eigentlich auch. Wie die Oldtimer. Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Und deshalb bin ich auch froh, dass es überhaupt so etwas gibt, damit man der Nachwelt mal zeigen kann, wie sie das früher gemacht haben und wie es früher überhaupt entstanden ist. Nicht viele sagen ja, das ist Schnee von gestern. Aber wenn der Schnee von gestern nicht gefallen wäre, dann hätten wir den von heute nicht. Nicht? Noch dran. Irgendwas muss man noch damit machen. Weißt du das? Ein Getriebe ist das. Noch
nochmal, was ist das? Ein Getriebe. Was ist ein Getriebe? Erklär mal, was ist ein Getriebe? Sollte man das erklären? Damit kann man ein Seil oder so hochziehen, zum Beispiel. Mit einem Getriebe? Ja. Oder am Auto? Ein gestelltes Boot. Erzähl mal, was ist ein Getriebe? Ein Getriebe ist entweder, dass es schneller ist, aber schwerer oder langsamer. Aber dafür muss man nicht so viel Kraft aufwenden. Genau. Hat er recht? Ich glaube schon, ja. Das hört sich sehr gut an. Sehr gut. Also, du weißt wieder ganz klar, Pisa stimmt nicht. Man muss nur richtig fragen, die wissen es. Richtig antworten.